Moin und willkommen zurück auf meinem Videokanal. Heute zeige ich euch ein weiteres Exemplar aus meiner Barlow-Sammlung. Es handelt sich um das Böker Barlow Classic mit Mooreichenbeschalung. Hier ist das gute Stück. Wir kommen wie immer am Anfang zu den technischen Daten. Geschlossen ist es 8,4 cm lang. Die Klinge hat eine Länge von 6,45 cm. Scharf sind 5,7. Die Klinge ist 0,2 cm dick. Das Gewicht sind 51 Gramm. Dieses Messer hat eine Beschalung aus Mooreiche, die eine sehr schöne Struktur hat, eine grau-schwarze Färbung. Ich weiß gar nicht, ob man das hier so ein bisschen einfangen kann. Vor dem Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen schlecht, mit Strukturen. Es hat die typischen Barlow-Backen, in diesem Fall poliert, genau wie die Klinge spiegelpoliert ist. Es hat hier den Aufdruck Böker Solingen. Hier drüben ist der Aufdruck Germany 440C Stainless und die Nummerierung, denn das ist eine limitierte Edition, 237 von 500. 237 von 500 habe ich abbekommen. Ein sehr, sehr schönes Barlow mal wieder. Wir haben neue Silberbacken, Messingliner, eine wirklich gute Fertigung. Wir haben neue Silberstifte, die Böker-Medaille im Griff. Und das Besondere an diesem Stück war tatsächlich die Fertigung. Ich hatte schon länger dieses Modell im Auge, habe mir dann ein Exemplar angeguckt. Und das war krumm und schief. Da war nichts in Ordnung dran. Die Klinge war schief, die Transitions waren grauenvoll. Es war einfach eine Katastrophe. Habe ich gesagt, das lasse ich liegen, sowas kaufe ich nicht. Habe dann ein bisschen gewartet, hatte bei meinem Messerhändler nochmal die nachfolgende Edition bestellt. Und dann kam dieses Messer. Und ich muss sagen, dieses Messer ist, und man mag es kaum glauben bei Böker, dieses Messer ist makellos. Wir haben einen Klingenstand, den man nicht anders als optimal bezeichnen kann. Wir haben keine Lücken. Es gibt einfach keine Lücken. Wir haben einen völlig nicht zu fühlenden Übergang hier zwischen Backen und Holz. Das ist einfach wirklich klasse. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas von Böker nochmal bekomme. Aber das Ding ist wirklich makellos. Das Einzige, aber das ist kein Makel, sondern das ist einfach eine Frechheit, ist die Beschriftung auf der Klinge.
Ihr habt all das, liebe Freunde von Böker, was ihr hier richtig fett nochmal auf die Klinge drauf gedruckt habt, bereits am Ricasso draufgeschrieben. Warum zur Hölle müsst ihr das nochmal auf die Klinge bringen? Ich verstehe es nicht. Ich hatte mich so gefreut, dass das andere Barlow, was ich von Böker habe, was fast baugleich ist, nee, das ist baugleich, bis auf die Grenadierbeschalung und die mattierten Backen, so herrlich ohne jegliche Beschriftung aus der Klinge auskommt. Wunderbar. Und dann ballert ihr hier bei einer Limited Edition die Klinge so zu. Ich kapier's nicht, aber gut, es ist dann so, was soll's. Jetzt werden sich wahrscheinlich einige von euch fragen, warum hatten der zwei gleiche Messer? Naja, sie sind nicht ganz gleich. Dieses hier ist ein bisschen runder. Dieses hier ist hier hinten an den Griffen ein bisschen eckiger. Klar, satinierte Backen auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht. Außerdem sind es ja nicht die einzigen Barlows, die ich habe. Ich habe ja durchaus noch ein paar mehr. Hier habe ich dann noch einen Russell Barlow. Hier habe ich, noch einen Böker Barlow. Wir müssen die, glaube ich, mal ein bisschen zusammenschieben, sonst wird das hier nichts. Dann habe ich hier noch einen, ein Böker Plus Barlow. Ich habe hier noch einen Russell Barlow mit Spearpoint Klinge. Und ich habe dann noch zum Schluss ein Taylor's Eyewitness Barlow. Warum habe ich so viele davon? Weil ich finde, dass das die idealen Messer sind. Ich finde sie einfach großartig. Sie sind klein, sie sind handlich. In der Stadt machen sie das, was sie tun sollen. Sie sind klasse. Punkt aus, Feierabend. Stabil, handlich. Sie liegen aufgrund dieser Tropfenform unglaublich gut in der Hand. Die Cliphorn-Klingen, auch hier die Spearpoint-Klinge, schaffen etwas, was sonst kaum Messer schaffen, nämlich die bieten mir eine ausreichende Schneidhöhe. Im Gegensatz zu dem von der Größe her durchaus vergleichbaren hier Mini Copperhead von Case, was nicht wesentlich kleiner ist, ist die Klinge ist einfach viel schmaler hier in der Höhe und der Griff ist viel schmaler, der liegt längst nicht so gut in der Hand. Das ist der Vorteil bei den Barlows. Durch diesen tropfenförmigen Griff hat man einfach eine sehr sichere Handlage, finde ich. Ein sehr führiges Messer. Wirklich eine optimale Wahl einer Messerform. Und dieses Exemplar hier ist wirklich eine besondere Schönheit durch die Mooreiche. Klaus hatte das nochmal vorgestellt, das ganze Stück gibt es auch nochmal mit Damastklinge. Habe ich bewusst mir nicht ausgesucht, ich mag keine Damastklingen. Damastklingen haben für mich den Nachteil, dass in der Regel durch die Ätzung die Klinge nicht glatt ist. Das heißt, für mich verlieren sie damit an Schneidfähigkeit. Sicherlich sind sie sehr schön, handwerklich muss man auch nicht drüber reden. Das ist eine große Handwerkskunst, eine vernünftige Damastklinge zu schmieden. Alles gar keine Frage, aber für mich sollen die Messer in erster Linie erstmal funktionieren. Und das tun diese Barlows hier. Das tut insbesondere auch dieses gute Stück mit seiner schönen Cliphorn-Form, seiner hervorragenden Handlage. Ich mag es extrem, ich mag es wirklich extrem. Es ist ein geniales Messer. Eine geniale Form. Böker hat es in diesem Fall auch geschafft, einen vernünftigen Klingengang und eine vernünftige Federspannung hinzubekommen. Denn im Gegensatz zu diesem hier, das hat einfach eine Federspannung, die ist brachial. Während diese hier einen schönen, smoothen Gang hat. Einfach zu handeln, das ist überhaupt kein Problem. Wirklich, wirklich ein tolles Ding. Tolle Fertigung, schöne Größe, wirklich ein tolles Messer und ich muss sagen, liebe Freunde von Böker, das ist die Fertigungsqualität, die ihr allgemein abliefern solltet.
Das hier ist das, was wir suchen. Wir suchen mittige Klingen. Wir suchen feine Übergänge. Wir suchen lückenlose Verarbeitung. Genau das ist das, was wir suchen. Und das ist das, was euch ausmachen könnte. Ihr könnt nur mit den Herstellern aus Amerika, mit den Herstellern aus Japan, aus China mithalten, wenn ihr diese Fertigungsqualität zu eurem Mindeststandard macht. Das ist das, wo ihr hin sollt. So, ich hoffe, der Ausflug nach Solingen mit dem kleinen Barlow hier hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder auf meinem Kanal. Bis dahin, danke, tschüss.